169 abgebrochen. Abgebrochen. Das Ding wäre locker eine 9 gefahren. Und Andreas hat hier auch Probleme. Rollt aus mit der 18, 4 und 75 km/h. Ja, und hier das neue Auto vom Team ICP. Der neue S3 oder A3 mit 6-Zylinder Turbotechnik. Heute das erste Mal hier auf der offiziellen Rennstrecke unterwegs. Noch im Einfahr-Setup, wollte ich sagen, im Einstell-Setup. Das erste Mal jetzt überhaupt richtig ein bisschen ballern und fährt eine entspannte 12-7. Das Ding wird aber definitiv eine ganz flache 9 bis sogar eine 8 hin zwirbeln. 177 km/h und rechts war es eine 14-5 mit 167. Kurz warten, bitte. Ja, hier haben wir es auch wieder. Der Golf 2 war ja zu schnell für diese Klasse mit 11,5 Sekunden. Reine Nettozeit. Somit geht der Sieg an die Elli im Opel Corsa. Erste Testlauf. Nicht mal oder gerade mal Dosendruck, um zu testen. Reicht aber, um hier mitzufahren und gewinnt das Ding auch mit der 12-7 bzw. mit Reaktion 13-7 zu einer 13-8. Somit ist der Audi eine Runde weiter. Gewinner, rechte Bahn, die Startnummer 103. Übrigens war es eine 12,3, 187 zu der 14,5 mit 165. Ja, ihr Gewinner, Start Nummer 1 auf der linken Bahn, der BMW. So, Nils Rieher jetzt gegen das Team von ICP Performance, IC Performance, von ICP, so. Ja, tatsächlich gewinnt er das Ding hier und ist genau in der Range drin mit 12,9 zu einer 13,2. Der Mercedes, der Nils auf der rechten Bahn, sogar 5 km/h mehr Topspeed. Aber das Ding hat er hier auf der 8. Meile gewonnen. Für Dosendruck, obwohl das Auto nachher irgendwie eine 8 fahren soll, fährt er schon mal ganz gut. Und Gewinner rechte Bahn, tatsächlich Team ICP, ICP gewinnt hier mit der 12-0 zu der 12-5.
Ja, und somit tritt er an im gleich im Finale um Platz 1 gegen den BMW. So, und hier geht es jetzt um die Wurst, um Platz 1 in der Klasse 3. Ja, da kann man nicht in die Lochstücke gesehen haben. Ja, schade, im letzten Lauf. Ja, wir haben es gesehen, er ging nicht in die Lounge. Ist gegen die DSG-Kupplung gefahren. Ja, somit geht Platz 1 an den BMW. Diesel mit der Startnummer 1. Platz 2 ans Team ICP. Und Platz 3 an den Audi S3 mit der Startnummer 21.